Bam, Leute! Herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Letztes Mal weiß ich gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich gucke am besten mal in das Quest-Journal rein. Wir waren in Orsama, haben dort scheinbar alles erledigt. Genau, wir haben den neuen König gekrönt. Unterstützung ist zugesagt. Das heißt... Ja, was haben wir denn jetzt noch hier? Die Verderbnis... Baue deine Armee auf. Okay, das heißt, wir haben schon alle Armeen eingeholt. Stimmt, wir haben die Magier auf unserer Seite. Wir haben die Zwerge auf unserer Seite. Und wir haben die Werwölfe. Das heißt, wir könnten jetzt zurück zu Al-Emen. Aber wir haben da noch... eine gewisse Quest offen, und zwar Flemeths Zauberbuch. Das war, glaube ich, im letzten Part, hat sie uns angesprochen. Sollen wir ihre Mutter töten? Ja. Ich denke, das werden wir jetzt versuchen. Wir werden jetzt Flemeths Mutter töten. Denn die kann scheinbar von Morrigan Besitz ergreifen. Und das wollen wir natürlich nicht. Morrigan dürfen wir leider nicht mitnehmen auf die Quest. Von daher nehmen wir jetzt mal, natürlich Alistair muss mit. Ja. Unser Tank. Wenn wir Morrigan nicht mitnehmen können, dann, würde ich gerne Wynn mitnehmen. Ja. Und dann, entweder Zephyrin oder Orgrin. Ich glaube, ich nehme Orgrin mit. Glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Doch. Oh, ja. Orgrin. Okay, annehmen. So, dann müssen wir jetzt hier in die Wildnis. Wo war das? War das hier? Flemeths Hütte, genau. Dann, gehen wir mal dahin. Und gucken, wie das Ganze ausgeht. Bin gespannt. Es soll ja nicht so leicht sein. aber werden wir schon hinkriegen. Bin ich jetzt hier? Ja, bin ich. Okay. So, erstmal hier, guck mal, die können alle noch aufleveln. Alistair. Du könntest hier sogar noch eine Spezialisierung kriegen. Plünderer. Oder Champion. Ich glaube, für Elle oder Berserker. Stärke und Gesundheit. Weiß ich noch nicht. Ich gucke erstmal, was er so... Ach, hier kann er auch noch was machen. Theoretisch das dafür braucht er aber Klugheit. Also warten wir nochmal kurz damit. Was kannst du denn hier so machen? Todesstoß. Ne, hast du bei Waffe und Schild noch was? Bräuchtest du Stärke und Geschicklichkeit. Schildbeherrschung. Okay, Geschicklichkeit. Alles klar, dann... Geschicklichkeit. Wie viel braucht er? 26, oder? Warte mal, nochmal kurz gucken. 26, ja. Kriegen wir hier irgendwo Geschicklichkeit? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Okay, ich würde aber sagen, ich mache einfach mal den Berserker, oder? Oder? Machen wir Berserker. Sondern hier machen wir alles auf Geschicklichkeit. So. Hier bräuchte er Klugheit. Haben wir nicht. Dann machen wir... keine Ahnung, hier Kampftaktiken. Wieder wurscht. Oder nehmen wir hier die Schildbeherrschung. Perfekt. Gut, Alistair kann noch weiter aufsteigen, hä? So das denn? Ach, er kann nochmal ein Dingens. Okay. Ihr könnt den Kampfrausch. Was ist das hier? Verhöhnen. Ach ja, stimmt. Das braucht er natürlich. Klar. Er ist ja der Tank. So. Dann Win. Ja. Blutmagier. Arcana-Krieger bestimmt nicht. Formwandler oder Blutmagier.
Was bringt denn hier mehr? Konstitution, Rüstung? Konstitution, Zauberkraft. Ja, komm, dann nimm halt Blutmagier. Das bringt ja gar nichts. Dann würde ich sagen, verbesserte Kampfausbildung. Ja. So, und du? Geistheiler, reinigende Aura, die ist gar nicht mal so gut, glaube ich. Du machst mal Blutmagie, ne? Versteinerung? Ja, komm. Mal Versteinerung. Zack. Oder? Ist was anderes, wäre auch nicht schlecht. Hier noch ein paar mehr Attacken. Hier, komm, mach mal die eisige Umarmung. Die ist immer gut. Ja. So, jetzt kannst du auch nochmal was, oder wie? Ach ja, hier, die Level natürlich. Magie. Und Willenskraft. So, und dann können wir nochmal ein Talent. Ja, dann kannst du jetzt doch noch die Versteinerung machen. So. Wunderbar, dann können wir jetzt speichern. Gut. Habe ich die richtige Taste erwischt? Zum Glück. Nicht, dass ich also den auf Laden getippt hätte. So, Flemeth. Hallöchen. Er ist leider verschlossen. Ihr seid also zurück. Ja. Hat die liebreizende Morrigan also endlich jemanden gefunden, der nach ihrer Pfeife tanzt. Ihre Musik ist aber auch verführerisch. Findet ihr nicht? In der Tat. Schweigt und sterbt, Monster. Ich bin erstmal hier, um zu reden. Oh, wie interessant. So redet denn. Ihr seid weit gereist. Und ich bin stets gastfreundlich. Ja. Ich möchte, dass ihr mir sagt, warum ich euch nicht töten soll. Oh, es gibt zahllose Gründe, Flemmis zu töten. Mehr als ihr ahnt. Aber lasst mich raten. Morrigan hat etwas entdeckt. Etwas Schockierendes. Und jetzt muss sie sich verteidigen, richtig? Ah, oh, das ist eine uralte Geschichte, die Flemmeth schon oft gehört hat. Und sogar selbst erzählt. Kommen wir gleich zum Ende unserer Mär. Werdet ihr die alte Frau töten, wie Morrigan es will? Oder gibt es eine überraschende Wendung? Mich interessiert nur die Wahrheit. Ja, machen wir erstmal diplomatisch hier. Die Wahrheit, sagt sie. Als ob es gar nichts wäre. Nein, nein. Die Lüge ist viel besser. Dass es warm ist unter Decken, im Schatten und mit Mutterliebe. Morrigan will mein Zauberbuch. Nehmt es als Trophäe und sagt ihr, ihr hättet mich erschlagen. Meint ihr, sie würde das glauben? Wir glauben, was wir glauben wollen. So ist es immer. Das natürlich auch, ja. Aber möchte ich Morrigan denn anlügen? Was würde ich denn dafür bekommen? Ihr könnt sie behalten. Für eine Weile. Was, Morrigan? Ach, pff, kann ich eh behalten. Tja. Und was wäre das euch? Ich gehe. Vielleicht überrasche ich Morrigan eines Tages. Oder beobachte sie auch nur. Es wäre interessant, was sie aus ihrer Freiheit macht. Erhellend nachgerade. Wollt ihr einer alten Frau diesen Gefallen tun? Eigentlich nicht. Ne, wir werden Morrigan nicht anlügen. Von daher, nö, mach ich nicht. Zu schade. Also gut, was dann? Tja, ich nehme das Zauber für mich selbst. Als ob ich damit was anfangen könnte. Ja, wir könnten jetzt gehen. Oder sie erschlagen. Auf geht's. Ihr sterbt jetzt. Diesen Tanz beherrscht die arme Flemeth gut. Mal sehen, ob sie sich noch an die Schritte erinnert. Den Ahnen sei Dank. Noch eine Minute ihres Geschnatters und mir wäre das Frühstück hoch. Ja, richtig, Sir Orgrin. Kommt. Was sie will, muss sie sich verdienen. Anders würde ich es nicht wollen. Ach, jetzt plötzlich. Huhuhuhuhuhu. Oh. Ja.
Ein Drache, Flemeth, die Formwandlerin. Alistair, du gehst jetzt erstmal auf ihn drauf. So. Jetzt wird es interessant. So, genau. Und jetzt, Alistair, machst du bitte die Verhöhnung. Da, verhöhnen. Bitte. Orkin, du gehst bitte auch auf den drauf. Und wir natürlich auch. Kann ich da hoch? Da, genau. Okay, wir brennen. Alter. Okay, Win kriegt da gerade ein bisschen... Win, was machst du denn hier? Bist du denn des Todes hier? Alter. Bist du blöd? Das hat sich nicht geheilt. Okay, dann heil dich mal bitte selber. Mit einem Wundumschlag. Okay. Alistair, du darfst dich auch mal heilen. Ja, Orkin, komm, heil dich auch noch mal. Okay, okay, okay. Nicht mich angreifen, Drache. Okay, der ist immer noch auf Alistair fixiert. Sehr gut. Wieso kommt Win immer hier hoch, Mann? Ist die denn blöd? Komm, schön hinten. Ist der gerade irgendwie eingeschlafen, oder? Nö. So. Ah, wir können hier Crits reinhauen. Sehr gut. Wir wurden geheilt. Sehr gut. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay. Oh, oh, oh. Orgrin, Orgrin, Orgrin. Okay, du wirst gerade geheilt, aber... Oh, shit. Er ist... Ach, verdammt. Das wird er nicht überleben. Oh, shit. Oh, doch, hat's überlebt. Hat's überlebt. Win, kannst du noch mehr heilen? Kannst du Gruppenheilung vielleicht machen? Ganz egal, Hauptsache Orgrin überlebt. Oh, das hat nicht geklappt. Orgrin ist tot. Ach du Scheiße. Der hat noch so viel Leben, Alter. Hier, wir sitzen. Schön aufpassen. Alistair, trink einen Schluck. Wenn er nichts Blödes macht, der Drache, dann ist es in Ordnung. Solange er einfach nur stumpf angreift, so wie jetzt, ist alles gut. Keine bösen Überraschungen. Win, heil mal, bitte. Nein, nicht schon wieder. Ach, verdammt. Nein. Nicht Alistair. Ach, wir können ja wiederbeleben. Stimmt. Stimmt, stimmt. Aber warte, bevor wir das tun. Erstmal. Das überlebt er nicht. Verdammt, okay. Oh, doch, er überlebt's. Dann sofort Heilung. Gruppenheilung. Regeneration. Alles raufhauen. Und dann könntest du bitte Orgrin wiederbeleben. Alistair, du nimmst jetzt auch nochmal ein Schlückchen. Wir greifen weiter an. Okay, dann lebt Orgrin wieder. Sehr schön. Du trinkst auch mal was. Ja, gönn dir richtig hart. Aua. Okay, aber die kriegen wir. Die kriegen wir. Okay, er hat uns betäubt. Aber alles cool. Ach, jetzt lass mich doch mal hier deinen Schwanz angreifen. So. Ja. Ja. Ich trinke mal ein Schlückchen. Okay. Win heilt. Den falschen. Ich glaube nicht, dass es überleben wird. Oder? Jetzt trink doch mal einen Schluck. Alistair, trink. Na los. Oh, was machst denn du? Na, jetzt greift er uns an. Okay. Orgrin trinken. Ach du Scheiße. Wen heilst du? Du weißt gar niemanden, okay. Orgrin trinken. Ich trinken. Win auch trinken. Wobei du kannst dich eigentlich mal selber heilen. Okay. Habe ich es geschafft?
Ja! Ich hab's geschafft. Gib ihm richtig hart. Hab's geschafft. Ist er tot? Stups noch mal rein hier so. Hack ihm den Hals ab oder so. Der steht doch bestimmt wieder auf. Plymouths Schlüssel. Ja, ja. Lass den Drachen einfach hier liegen. Ja, kein Problem. Die Maden werden ihn auffressen. Hoffe ich doch. Puh. Haben wir das geschafft? Gut. War easy. Ach Gott. Da können wir jetzt hier alles plündern. So, haben wir hier was zum Lesen eventuell? Nee. Nichts zum Lesen. Hier wäre eine Truhe. Ja, wow. Ist das alles hier? Probe der Kontrolle. Okay. Für Morrigan aber nur. Ja, klingt nicht schlecht. Flemmes Zauberbuch, natürlich. Ja, sonst gibt's hier nichts. Morrigan sagte, der Rest in der Hütte gehört euch. Ja, ist zwar nichts mehr drin, aber... Pff. Ja gut, dann gehen wir mal wieder. Hat mich gefreut. Tschüss, Flemmeth. Und wir gehen wieder zurück ins Lager. Puh. Gut, gut. So, dann erstmal gucken hier. Morrigan, du kannst jetzt erstmal hier deine Robe anziehen hier. Eine schicke neue Robe, die ist auf jeden Fall besser. Musst zwar ein bisschen Willenskraft einbüßen, aber das ist verkraftbar. So, genau. Und da die Robe eher auf Morrigan beschränkt ist, können wir die auch direkt verkaufen. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartige Leute. Ja, ja. Es ist gut, euch in der Nähe zu wissen. Lass mich eure Waren sehen. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Ja, kann ich ja bitte dich das überspringen? Rabatt natürlich. Danke. So. Was haben wir jetzt denn hier alles zu verkaufen? Hier, Morrigans Robe. Zack. Tschüss. Gut. Dann, Morrigan, bitte das Buch. Wo ist es denn? Andere? Flemmeths Zauberbuch. Ah, Mutters echtes Zauberbuch, nicht wahr? Es freut mich, dass ihr es doch noch gefunden habt. Danke fürs Zurückbringen. Ja, und bitte für den Drachen. Ich werde umgehend darin lesen und die darin verborgene Macht freisetzen. Ja, ich hab den Drachen besiegt, ne? Das juckt dich scheinbar nicht. Gern geschehen, oder so. Es ist seltsam. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Hattet ihr gerade euer erstes Gefühl? Nee, das können wir nicht bringen. Ihr wirkt verwirrt. Das bin ich auch. Ein wenig. Es erinnert mich an unser erstes Zusammentreffen in der Wildnis. Ich war seit einiger Zeit in Tiergestalt und beobachtete euer Vorankommen. Mich faszinierte es, dass da eine starke Frau mit Männern reiste, denen sie offensichtlich weit überlegen war. Dennoch gefiel es mir nicht, dass Flemmeth mir befahl, euch zu begleiten. Ich nahm an, ihr würdet mich sofort wegschicken, sobald wir die Wildnis verlassen hätten. Ja, durchaus versucht. Nee. Ich brauchte einen Magier, stimmt natürlich auch, aber... Ach komm, warum sollte ich das tun, Schnuckelchen? Ich weiß, dass ich nur wenig Talent besitze, ach, Freundschaften zu schließen. Ach so, das schon. Ich weiß nichts darüber und dachte, ich würde es auch nie brauchen. Doch als ich Flemmes Plan durchschaute, habt ihr mich nicht im Stich gelassen. Warum auch immer, ihr habt für mich eine schreckliche Schlacht geschlagen, ohne Hoffnung auf eine wirkliche Belohnung. War nichts Persönliches. Ja, doch, eigentlich schon. Soll ich denn jetzt am besten antworten? Der wird von der Freundin getan.
Ja, das ist schon ein bisschen zu kaltherzig. Komm, wir sind jetzt schon hier auf Schnulze hinaus. Ja, komm, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Und genau das verstehe ich nicht. Oh. Ich hätte mir einiges vorstellen können, was aus Flemmes Befehl mit euch zu gehen erwachsen sollte, aber bestimmt nicht, dass ich in euch eine Freundin finden würde. Womöglich sogar eine Schwester. Ihr sollt eines wissen. Selbst wenn ich mich eurer Freundschaft nicht immer als würdig erweise, so weiß ich sie doch stets zu schätzen. Oh. Aber genug geplaudert. Das hast du schon gesagt. Es gibt doch sicher Wichtigeres zu erledigen. Oh, und jetzt ist sie wieder die Alte. Och, kein Plus hier? Oder sind wir etwa schon voll mit ihr? Das könnte... Ja, wir sind schon komplett voll. Das erklärt, warum wir auch nichts mehr kriegen. Okay. Na? Und geht's dir gut? Was liegt an? Was liegt an, Schwester? Was Persönliches? Nee, mit ihr mache ich nicht rum. Tut mir leid. Das ist Saffron. Unser erstes Mal kriegt Saffron natürlich. Der schicke Elf, der seine Stiefel vermisst. Na, Saffron, reden wir auch nochmal mit dir. Was ist euer Begehr? Aber ich weiß nicht, wann ich es ansprechen soll. Soll ich das jetzt schon? Ich weiß nicht. Schon wieder? Ich bin bereit. Möchtet ihr zu mir ins Zelt kommen? Vielleicht? Zwink. Oh, muss denn in eurem Zelt etwas gemeuchelt werden? Das ist nämlich mein Spezialgebiet, heißt es. Ich will nur reden, ja klar. Das hatte ich gar nicht bedacht. Ja, machen wir mal so. Was hattet ihr nicht bedacht? Ah, verstehe, dass ich als Meuchelmörder den Auftrag hatte, euch das Leben zu rauben. Ja, euer Zelt wäre in der Tat der ideale Ort, um meine teuflischen Pläne weiterzuverfolgen. Pures Glück, dass ihr mir bisher immer entwischt seid. Puh, ja gut. Wenn ihr es erneut versuchen wollt. Reden wir noch immer von eurem Zelt? Falls ja, bin ich gerne einverstanden. Wir müssten uns lediglich auf einige Verhaltensregeln einigen. Okay. Wir können doch sicher eine Einigung erzielen. Wirklich? Dann könnte es eine lange Nacht werden. Oho. Jetzt geht's aber ab hier. Man ja gar nichts gesehen, Mann. Na gut, da muss ich nicht zensieren. Ich wusste, dass das irgendwann geschehen würde. Ich hätte euch in dem Moment warnen sollen, als ihr mich nicht getötet habt. Es war unvermeidbar. Und ich dachte, ich hätte euch verführt. Ihr seid mir ja ein freches kleines Luder. Ich wurde benutzt und habe es nicht mal gemerkt. Ein Meisterstück. Also, wie schon die Priesterin bekanntermaßen zu dem gut aussehenden Schauspieler sagte. Was jetzt? Jetzt machen wir so weiter wie zuvor, oder nicht? Oder war das ein einmaliges Ereignis? Dann will ich es einfach für euch machen, mein grauer Wächter. Was jetzt kommt, liegt ganz in eurer Hand. Ich wurde dazu erzogen, dem Vergnügen nachzugehen, wo immer es sich bietet, denn das tut es nicht sehr oft. Ich werde von euch nichts verlangen, was ihr nicht zu geben bereit seid.
Ja. Dann, was ist mit Liebe? Ja, was ist denn mit der Liebe? Ich wurde von einer Hure geboren und als Meuchelmörder aufgezogen. Mein Leben drehte sich immer um Vergnügen und Tod. Wo sollte da die Liebe einen Platz finden? Jedenfalls sollten wir uns auf den Weg machen. Ein neuer Tag erwartet uns. So heißt es zumindest. Ach, jetzt hat er es aber schnell beendet. Vorher die ganze Zeit am Reden labern, ne? Und jetzt plötzlich wieder... Nö. Komm, lass uns weitergehen. Na gut. Ist der etwa auch schon auf Maximum? Ne, der ist noch lange nicht auf Maximum. Okay. Aber immerhin Bewunderung. Naja. Tja, habt ihr auch alle zugeschaut, ne? Habt ihr die Vorstellung genossen hier? Ja, Alistair? Na? Und? Hat Spaß gemacht? Ja? Ja? Oh, wie er mich anguckt hier. Mit seinem traurigen Hundeblick. Oh, wieso nicht ich? Tja, Pech gehabt, mein Lieber. Pech gehabt. So, da nehmen wir wieder Morrigan mit. Wir nehmen Alistair mit. Und das müssen wir ja sehr viel auch mitnehmen, ne? Wenn wir schon hier das Vergnügen hatten. Wieder die alte Truppe. So, wir müssen nach Redcliffe. Schloss Redcliffe, ne? Ja, genau. Ne, wir müssen jetzt zum Aal.